drawing pictures and playing. So, hallo, aller guten Dinge sind vielleicht vier. Nachdem ich letztes Mal Isaac wieder in den Sand gesetzt habe. Mit meinem Versuch, Biss zu besiegen. Es ist echt, ne? Es ist echt. Langsam frustrierend. Langsam ist es ein wenig frustrierend. So. Ich weiß, hätte ich rerollen können, aber der ist manchmal ganz cool drauf. Also nehmen wir ihn erstmal mit. Na, so, vielleicht kann der ja ein bisschen was. Gerade so große Räume, da kann der ganz gut aufräumen tatsächlich. Wusch. Naja. Was soll's. Aber auch gegen Bosse kann man den ganz gut einsetzen. Ich werde das gleich demonstrieren, um zu beweisen, was ich meine. Okay. Wir gucken mal. Ich bin gerade übelst müde. Also, es könnte eine Katastrophenaufnahme werden. Eine größere Katastrophe als bisher. Möglich ist alles, ne? Wir gucken mal, wie es läuft. Dieses Herz hier in der Mitte triggert mich gerade schon wieder massiv. Also solche Räume, gib mir das. Ja, okay. Nichts, was wir uns kaufen könnten. Da wären coole Sachen bei, aber... ja. It is, wie it is. Wenn wir jetzt nicht zufällig eine Hanged Man finden, dann bleibt das Herz leider hier. Ah, ich dachte, ich habe mich... Oh, die Combo. So hatte ich das zwar nicht geplant, aber sehr schön. Sehr schön. So, und wir sind schon beim Boss. So, gebt euch jetzt, wie viel Schaden ich machen werde bei dem Boss. Na gut, vielleicht ist es gegen Bosse nicht so effektiv. Ich weiß aber gar nicht, ob das mit dem anderen Schaden auch stackt. Also ob das mit unserem Damage auch krasser wird oder ob der einfach den besten Schaden hat. Das ist schon mal sehr schön. Das ist schon mal ein sehr schönes Item. Na gut. Leider kein Herz für mich. Was soll man tun? Was kann man tun? Es ist, wie es ist. Weiter geht's. Ein Schlüssel haben wir. Nächster Itemraum ist schon mal unserer. Ach, nicht Burning. Ach, nicht Curse of Darkness. Oh no. So. Und zack. Na, das hat nicht so gut funktioniert. Du triffst mich nicht. Oh, da ist schon der Itemraum. Gar nicht gesehen. Coole Geschichte. Problem ist, mit dem Curse of Darkness sehe ich noch schlechter die Steine. Bisher sehe ich keinen Stein, der es wert wäre, gesprengt zu werden. Nee. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Das gucke ich ganz kurz nach. Ich glaube, das sind die Gravity Tears. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist nichts Neues. Aber es ist was ich abklären möchte, bevor ich es einsammle. Orbiting Tears und Range Up. Ja. Tears now revolve around Isaac's body at a fixed distance until they hit the ground. Nee. Das. Das würde ich erstmal rerollen. Das ist ein Item, was doch eher mehr strange ist. Ich möchte das jetzt nicht haben. Das nehme ich mit. Wenn jetzt die Tiersrate wieder hochgeht mit der Zeit, dann wäre das sehr, sehr cool.
Am Anfang ist das so ein bisschen schlechte Tiersrate. Aber wenn die dann auch wieder mit hoch geht, dann ist das sehr coole Geschichte. Ja, für sowas ist der Kollege halt echt insane gut. Muss so einfach mal. Oh, ich sehe da was. Muss einfach mal fix aufzuräumen. Sehr schön. Bam, bam. Vorsicht, das sind Explosionsdinger. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht reinsprenge. Boah. Nein, zu bald. So, wo ist jetzt noch einer? Da ist noch so ein Körperviech. Okay. Sehr schön. Ja, er hilft schon. Er hilft schon, der Kollege. Ja, so ist es nicht. Er hilft schon. Kann man schon bestellen, den Kerl. Also gerade um so Räume zu klären. Beim Boss war es jetzt weniger. Also bisher war er tatsächlich in den einzelnen Räumen sind sinnvoller. Aber es ist ja in Ordnung. Es ist ja in Ordnung. So. Machen wir es mit den anderen kleinen Raum. Und zack. Da geht's runter, da geht's hoch. Eieiei, ganz viele Möglichkeiten. Okay, in die Richtung geht's weiter. Mehr Bomben sind gut. Okay, in die Richtung geht's. Oh, das ist eine echt große Ebene. Nein! Auf, getroffen zu werden. Okay, Reroll ist wieder einsatzbereit. Aber im Moment haben wir eh kein Item zum Rerollen, also von daher. Oh, 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 oh. Bombe muss gleich aktiv werden. Bombe wird gleich aktiv. Cancer ist am Start. Komm her, Freund. Komm her. So. Vorher wird aber erstmal hier gesprengt, weil das kann ich komplett gratis sprengen. Das hat leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Aber jetzt einmal die Bombe holen. Wollte gerade sagen, irgendwie passt da was nicht. So, und jetzt einmal hier Cancer. Sehr nice. Denn das sorgt dafür, dass meine Tiersrate wieder steigt. Und damit haben wir schon viel bessere Voraussetzungen. Sehr, sehr gut. So, die Frage ist, kriegen wir noch mehr blaue Herzen zusammen bis zum Boss? Letzter Raum. Oh, kritischer Raum. Oh, kritischer Raum. Okay. Kritischer Raum beendet. So, jetzt gut Steine gucken. Jetzt richtig gut nochmal Steine gucken. Wäre jetzt natürlich cool, noch einen blauen zu sehen. Aber das sieht nicht gut aus. Schade. Okay, was sagt die Map zum Geheimraum?
Die Map sagt, hier wäre denkbar. Ja, ist nicht ausgeschlossen. Ah, nee, eher nicht. Eher nicht. Ah, hier habe ich hier Steine geguckt. Ja, habe ich. Da ist nicht. Okay, da eher nicht. Hier runterwärts. Von hier aus denkbar. Von hier aus auch. Und hier aus auch. Ich probiere eine Bombe. Es ist eigentlich die beste Möglichkeit. Geheimraumtechnisch. Nice. Gut. Passt. Passt, bin ich zufrieden mit. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt einen Schlüssel opfere für den Shop, aber wenn ich mir noch ein blaues Herz kaufen könnte, wäre das halt eine coole Sache. Ach, es ist... Es ist ein Trauerspiel. Schade. Dann haben wir jetzt leider einen Schlüssel geopfert. Na komm, dann kaufen wir den zumindest wieder. So. Dann haben wir jetzt 5 Münzen verloren und keinen Schlüssel. Das klingt irgendwie besser. I don't know. Okay, versuchen wir den Boss. Einmal darf ich getroffen werden. Danach ist Satandil in Gefahr. Aber das sollte laufen. Sehr schön. Speed-Up ist auch mit am Start, passt weiter im Programm. Gehen wir gleich in den großen Raum. Das Coole ist halt auch, dass das Viech sich nicht an Lücken hält. Das interessiert es einfach nicht, wo Lücken sind. Und da haben wir schon mal eine Bücherei. Wenn wir jetzt auch noch Bücherwurm werden würden, das wäre eine coole Geschichte. Ja gut, so viel dazu. Aber ich meine, ne? Ich denke, das ist der Moment, an dem wir den D6 hergeben. Ich denke, das ist der Moment, an dem wir den D6 hergeben. Das ist der Moment, wo wir den D6 hergeben. Es ist so. Den werde ich auch nicht rerollen. Der ist auch cool. Wenn der getroffen wird, macht er Schaden im Raum. Das ist sehr, sehr gut. Das ist zwar nervig vom Zuschauen her, dass immer wieder dieser Effekt auftauchen wird, aber der Nutzen siegt. Kann der Kollege selber eigentlich die Dinger drücken? Nein, okay, schade. Ja, jetzt brauchen wir es auch nicht auslösen. Oha. So, aber dann müssten wir jetzt ab jetzt auf Batterie-Items gehen. Na, da haben wir im Shop schon ein paar Sachen gesehen, die cool wären. Aber ab jetzt müssen wir wirklich auf Batterie-Items gehen. Ganz wichtig. Also nicht Batterie, sondern halt Charge-Items, ne? Da haben wir hier schon mal keins bisher. Dann werde ich mir aber das blaue Herz jetzt hier erstmal gönnen. Und den Kollegen hier auch. Severoldo.
denke immer, dass die Pilze nicht. Aber ich hab's rechtzeitig noch erkannt, zum Glück. Und tschusch! Sehr schön. Oh, da kommt mir eine Idee. Na, jetzt habe ich das Item gekauft, ne? Ne, ich habe kein Item gekauft. Zwei Items sind im Pott. Bin gleich wieder da, mein Freund. Mein Buchfreund, ich bin gleich wieder da. Nur mit der Ruhe. Nein, es ist nicht besser geworden. Alles ist okay. Völlig okay. Wir haben schon mal genug blaue Herzen. Der Engel-Deal rückt in greifbare Nähe. Oha. Und mit dem Book of Revelations haben wir auch nochmal höhere Engel-Deal-Chance. Okay. Es gibt eigentlich nur einen Ort für den Geheimraum. Klären wir mal. Oha. Ja, das. Ah! Stachel, Geheimraum, Raum. Ja. Ja, okay. Wir sprengen in den Stachelraum. Gefällt mir. Ich komm nicht ran, ich will das haben. Gib mir Flugkraft. No, ich brauche eine Karte, um zu fliegen. Ich will das. Oh Mann, erst werde ich mit dem schwarzen Herz geteased. Das ist natürlich nicht so schlimm, aber das Ding. Das kannst du doch nicht machen, Spiel. Gib mir eine Karte. Lass mich fliegen. Ist hier eine Karte drin? Ich könnte auf Verdacht einfach Karte kaufen und auf Hanged Man hoffen. Es ist so unwahrscheinlich, dass ich Hanged Man bekomme. Wir machen jetzt erstmal den Boss. Vielleicht kriegen wir ja irgendein Item, was mich fliegen lässt. Ich glaub's. Ah, Engelraum. Vielleicht lernen wir fliegen. Dann würde ich sowas von sofort hierhin zurücklaufen. Okay, wir gehen erstmal Boss machen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist alles gut. Ach. Nur weil ich wieder viele Herzen habe, muss ich jetzt nicht anfangen, getroffen zu werden. Ne? Das ist ganz wichtig. Nur weil man viele Herzen hat, muss man nicht plötzlich getroffen werden unbedingt. So, tschüss. Kein Engelraum. Ärgerlich. Wahrscheinlichkeit war echt hoch, aber eben nicht 100%. Ich meine, 100% sowieso nicht. Aber die eine Karte muss ich jetzt kaufen. Sorry. Da muss ich jetzt rein. Wenn das jetzt Hanged Man wäre. Das ist strange. Na gut. Dann habe ich keine Möglichkeit ranzukommen. Schade. Na, wir gehen nochmal kurz hier durch, gedanklich. Nein, ich habe alles ausgespielt, was ich in der Map hatte. Ich habe keine Möglichkeit ranzukommen. Ist okay. Dann muss ich das jetzt akzeptieren. Ah, ist das ärgerlich, dass es so ein Geheimraum war. Ist das ärgerlich. Aber gut. Book of Revelations ist schon eine schöne Geschichte. So, 76,3% Chance auf Angel Deal jetzt. Das schmeckt doch. Und das Buch muss ich natürlich immer sofort einsetzen, das ist ganz klar. Weil ansonsten vergebe ich ja einfach hier, ne? Weißt du schon.
Eine gefährliche Pille. Naja, die schlimmste Pille ist damit raus aus dem Pool. Wir wissen jetzt, welches ist. Muss ich leider akzeptieren. Ich habe ja zum Glück die Möglichkeit, mir blaue Herzen zu generieren. Damit ist Health Down nicht das Schlimmste, aber ist natürlich nichts, worüber man sich jetzt freut. Aber ich kann es verkraften. Das wollte ich damit sagen. Ich kann es verkraften. Oh, vorsichtig. Oh mein Gott! Es hat gerade böse geleckt. Ich mach mal sicherheitshalber einen kurzen Exit. Nur für den Fall, dass er Discontinue hier aktiviert. Ob das so funktioniert oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich habe das Gefühl zumindest, dass es, wenn ich jetzt rausfliege, nichts resetten würde. Aber wir werden sehen. Ah, es hat gar einfach böse geleckt. Wenn ich richtig aufgeladen habe, ne? Jetzt. Ja. Easy Raum. Ab jetzt ist natürlich auch jeder Raum nützlich, weil jeder Raum... Oh, vorsichtig, ganz vorsichtig. Aber wenn ich da nicht so weit hingehe, passiert eigentlich nichts weiter. Das war voll knapp. Der hat mich fast erwischt. Warum mache ich das? Oh, der ist jetzt von selbst weg. Alter, wie viel hältst du aus, Kollege? Okay, warum gehe ich nicht auf die andere Seite einfach? Ja, oder so. Oder so. Nee, Cancer müssen wir natürlich behalten. Das ist ganz klar. Ja. Wollte noch sagen, könnte kritisch werden, aber wir bekommen ja direkt unser Herz wieder. Für die Viecher an der Wand ist mein Kollege jetzt auch gerade echt perfekt. Weil dann endlich jetzt mal nicht passiert, dass ich in die Reihen renne. Und dann hat sich die Sache auch schon erledigt. Yo, Tears und Shot Speed Up. Sehr cool. So, jetzt gehen wir natürlich auch gleich in den Raum hier rein. Da können wir jetzt jedes Mal direkt... Sehr schön. Naja, wobei, es war jetzt im Prinzip nutzlos, aber ist egal. Sehr schön sagt er und es hat nichts gebracht. Aber es war jetzt auch kein Schaden. Du kannst gleich mal bleiben, wo du bist. Blöde Trollbombe. Und du trollst dich jetzt mal weg. So, jetzt gibt es größere Explosionen. Muss ich aufpassen, wenn ich eine Bombe setze. Aber ist natürlich auch eine coole Geschichte. Ah, ich dachte, ich kriege ihn durch die Lücke, aber es hat nicht ganz funktioniert. Ah, es hat wieder nicht funktioniert. Ist egal. Okay, er ist hier nicht ganz so nützlich. So. Raum clear. Da ist der Shop. Den werden wir jetzt nicht betreten, ganz klar. Der ist jetzt im Moment noch nicht so sinnvoll. Da warten wir noch ein bisschen ab. Ob wir noch mehr Münzen zusammenbekommen in der Ebene.
Da ist schon der Bosskampf. Ich meine, wir könnten schon mal reingehen, aber ich würde jetzt doch noch gerne den Itemraum erst sehen vorher. Schade. Hätte ja sein können. Ah, ich muss hier einsetzen. Soweit kann der Itemraum auch nicht weit weg sein. Wir haben jetzt so viele Räume schon gesehen. Der muss hier gleich in der Nähe sein. Ja. Sag ich ja. Was bist du denn? It hurts? No, it doesn't. Okay. Ich hoffe, kein doofes Item. Ich möchte mal was probieren. So Bombenreichweite mäßig. Wobei hier, ich glaube, hier springen ist... Ja, theoretisch. Oh. Ja, aber wir haben leider schon ein Trinket, was nützlicher ist. Wir haben leider schon ein Trinket, was nützlicher ist. Okay. Letzter Raum. Dann haben wir alles gesehen. Dann gibt es nur noch den Boss. Gibt 12 Münzen. Ich meine, wir haben Bomben. Wir könnten uns ein Item... Also wir könnten den Dings sprengen und so, ne? Und hoffen, dass was Brauchbares dabei rauskommt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt muss ich nicht sofort immer das einsetzen, sondern kann auch noch die orangene Leiste füllen lassen. Sehr praktisch. Sehr nice. Komm, 76% Chance. Enttäusch mich nicht. Okay, dann eben beim nächsten Mal. Okay. Da wir hier die Map nicht vernünftig sehen, will ich jetzt eigentlich nicht weiter groß hier rumrennen. Ich würde sagen, wir gehen. Wir gehen. Wir haben ein cooles Item gefunden. Ich weiß leider nicht, was diese Nadel macht. Diese blutige Nadel, leider weiß ich das im Moment nicht, was die tut. Ich hoffe, nichts Schlimmes. So, wir sind schon in Dank Devs. Und jetzt haben wir nämlich 100% Chance auf Engel Deal. Also theoretisch kriegen wir jetzt zwei Engel Deals hintereinander, wenn wir Glück haben. Weil ich werde nicht meine Herzen verlieren. Das wird nicht passieren. Also meine blauen Herzen werde ich garantiert nicht verlieren. Da müsste schon so viel schief gehen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Würfelraum werden wir gar nicht erst betreten. Es kostet mich zwei... weißt du schon? Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich rerollen sollte. Oh, nice. Das kann ich eigentlich auch gleich mitnehmen. Das kann ich eigentlich auch gleich mitnehmen. Dann vergesse ich es auch nicht. Das nehmen wir gleich mit. So, und jetzt haben wir... Na, blöd. Und jetzt haben wir natürlich die Sache, dass sich das orange Ding auch noch auf... Okay. Okay, da muss ich rein. Yo! Ich guck ganz kurz die Kerze nach. Ich weiß, dass das andere macht Fliegen und Spektraltränen. Ich würde im Moment voll auf Fliegen gehen. Haben wir ja vorhin gesehen, warum ich gerne geflogen wäre. Ich möchte aber die Kerze ganz kurz nachgucken, ob die nicht vielleicht was Cooleres ist. Ich werde einfach mal Candle bei der Suche eintippen. Die heißt bestimmt irgendwas mit Candle. Ja. Pascal Candle. Gives plus 0,4 Tiers up for each room completed without taking damage. Up to a maximum of 2,0 Tiers up. When you take damage, the Tiers bonus is reset. Okay.
Also ich krieg einen starken Tears Up, aber wenn ich getroffen werde, geht dieser Tears Up wieder zurück. Nee, dann fliegen wir lieber eine Runde. Und Spektraltränen, das ist schon besser. Das ist schon deutlich besser. Dann fliegen wir lieber eine Runde. Also, ganz ehrlich. Ne? Da habe ich viel mehr Vorteile von. Oh, der Devil ist auch eine sehr gute Karte. Die würde ich wirklich jetzt bis zum Ende behalten. The Devil nehmen wir jetzt mit. Ganz klar. The Devil nehmen wir jetzt mit. Da tue ich gar nicht lange rum. Die behalten wir jetzt bis zum Ende. Die gebe ich nicht mehr her. Also ich gebe sie schon her, weil wir zwischendurch ja kurz The Fool brauchen. habe ich kurz vergessen. Aber ansonsten, grundsätzlich, hole ich mir dann The Devil wieder, sagen wir es so. Ich behalte sie jedenfalls. Da haben wir nochmal Müll drin. Okay. Was war das eigentlich? Ach, Strength. Ja, gut. Nützt mir dann jetzt auch nichts mehr. Okay. Coole Geschichte. Wir können jetzt fliegen. Ah, dann kann ich mir kurz mal zwei Münzen holen. Geht schon gut los. 1, 2. Geh halt einfach weg. Jo, machen wir's voll. Machen wir's doch voll. Setzen wir auch gleich einen den hier, einen davon ein. Jetzt können wir halt das schön speichern. Das ist voll gut. Ich habe jetzt so einen Notfallknopf praktisch, um ein blaues Herz mir zu geben. Aber ich brauche es auch nicht. So, ach so, ich kann ja mittlerweile. Haha. Ich kann ja mittlerweile fliegen. Da muss ich jetzt dran denken. Das werde ich jetzt ein paar Mal vergessen, vor allem. Eieiei. Die ist schon kommen. So, Itemraum müssen wir noch holen. La 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 la. La 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 la. Ich bin schon wieder im Moment guter Dinge. Aber ich weiß, dass ich es mir schnell versauen kann und dass man gerade in Isaac den Tag nicht vor dem Abend loben sollte. Das haben wir leider jetzt mehrfach gesehen. Wie schnell das geht. Einmal eine Säumig eingesammelt und alles ist kacke. Ja, das war echt... Ach, komm. Das war echt Müll mit der Säumig. Jetzt hört halt auf zu springen. Ich komme nicht an euch ran, so. Doofe Viecher da. So, weg mit dir. Noch einer hier am Springen? Ah, er hier ist am Springen. Ja, er ist auch noch am Springen. Hier, hör auf jetzt. So, mach dich weg. Genug Treffer kassiert. Okay, Steine technisch sehe ich nisch. Yo. Yo, 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 yo. Das nehmen wir sowas von mit. Okay. So, dann jetzt hier. Nein, dumm. Ich hasse Sprunggegner. Also die abgrundtief. Das sind die, denen ich echt teilweise am schwersten ausweichen kann. Nice.
Guter Raum. Guter Raum. Schlüssel gratis. Wo geht's denn jetzt noch hin? Ah, haben wir den Shop schon gefunden? Ich glaube, wir hatten den Shop noch gar nicht. Kann das? Stimmt. Na, dann gehen wir rein. Bei 11 Münzen könnte jetzt vor allem... Es könnte jetzt vor allem ein Kampf kommen. Kein Kampf. Aber auch kein Batterie-Item. Okay, dann gehen wir einfach wieder raus. Dann gehen wir einfach wieder raus. Haben wir kurz mal Hallo gesagt, war cool. Aber dann gehen wir wieder raus. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gehen wir in den Stachelraum. Da kommen wir jetzt gratis rein. Da ist, glaube ich, die HP-Down-Pille dabei, ne? Ja, ja. Du kannst mich mal. Okay. Und dann gehen wir wieder raus. So. Kann man alles verkraften. Und dann, hier kann kein Geheimraum sein. Der dürfte sogar nicht so schwierig zu lokalisieren sein, ne? Ja, hier könnte das sein. Hier ist er denkbar. Perfekt. Jetzt ein Item, was ich nur mit Flug holen kann. Komm. Ja, okay. Oder das, was ich schon im Shop erwartet habe. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch, klar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oha. Ich habe ihn ein bisschen festgebackt. Okay. Coole Geschichte. Abflug. Jetzt haben wir alles getan. Den anderen Geheimraum suchen, das ist jetzt wieder so eine Geschichte. Da. Wir können mal die Standardsachen probieren, halt bei in der Nähe vom Boss. Aber ich will jetzt nicht ewig lang rumrätseln. Weil hier ist schon mal nix. Also hier habe ich zwei Möglichkeiten. Ja, dann nicht, ne? Dann hören wir auf zu suchen. Passt! Ja, ja, mach du mal. Mach du mal dein Ding. Mach du mal dein Ding. Ich kann fliegen, du nicht. So, jetzt kommt natürlich der Engelraum mit 100%, den wir schon haben. Aber was will man tun? Was will man tun? Wir können auch mal reingehen und nochmal Hallo sagen. Aber wir waren ja schon da. Haben schon alles gesehen. Okay. Okay. Dann gehen wir weiter. Bisher scheint alles zu passen, ne? Bisher läuft. Bisher läuft. Ich sollte nicht zu viel HP abmachen, weil dann nützt mir irgendwann das Buch nichts mehr. Dann kann ich die blauen Herzen ja nicht mehr auffüllen. Was dumm wäre. Also ich sollte mit HP ab mich jetzt zurückhalten. Sag ich, das ist selten, dass ich das sage. So, wir müssen auf jeden Fall den Totenkopf finden. Wir haben noch keine Karte, die uns portet. Ganz wichtig. Wenn wir jetzt versehentlich zu Mom geportet werden durch irgendeinen blöden... durch irgendeine blöde Geschichte, ist die Geschichte mit Beast vorbei. Und das wäre natürlich nicht so schön. Okay. Weil wenn ich jetzt nämlich... Jetzt bin ich praktisch schon voll. Oh, ich meine, wir können jetzt natürlich auch sehr steil... Oha. Oha, okay, Purity. Gibt mir eigentlich ein Soul Heart, also... Nützt mir jetzt nicht mal was. Ach, das ist schon witzig.
Es ist schon witzig. Plötzlich habe ich zu viele Herzen. Ja, genau. Es ist so frech, wenn man welche... Aber es soll mir recht sein. Dann habe ich halt jetzt zwei Herzen in meiner Reserve dabei. Ich beschwere mich ja gar nicht deswegen. So, gut Totenkopf gucken. Da ist er nicht dabei, der X-Totenkopf. Wäre halt jetzt noch cool, sowas wie einen Wave-Effekt oder so zu bekommen. Weil ansonsten geht es halt trotzdem recht schnell wieder in die Richtung, dass ich meinen Kram verliere beim Boss. Vor allem bei Dogma, ne? Das ist so das Problem. Hier ist auch nicht der Totenkopf dabei, den wir brauchen. Alles klar. Dann wäre es sogar jetzt echt sinnvoll, den Satan-Deal zu machen. Und wieder HPs zu verlieren. Hab doch nichts zu verlieren, ne? Ich gehe jetzt in den Satan-Deal rein. Why not? Ihr wollt mich jetzt verarschen, ich krieg beide zur Auswahl. Oh mein Gott! Ey, ich denke, das Sacred Heart ist besser als das Immaculate Heart. Ich würde das Sacred Heart nehmen. Also, ich würde. Ich würde das Sacred Heart nehmen. Ich würde das Sacred Heart nehmen. Ich meine, Homing Tears, ne? Plus alles mögliche. Holy shit. Yo. Ah, und das ist auch die Seraphim-Verwandlung. Ich meine, gut, wir können eh schon fliegen. Und daher in dem Fall egal. Aber yo. Und die Aus und die Sache ist falsch. Ich habe letztes Mal noch gelesen. Die Joker-Karte bringt mich nur in den Devil Room. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich bin jetzt ja problemlos in den Raum hier gekommen. Er ist in den Engel-Raum gekommen. Also, ne? So ein Ding ist das. Na, jetzt brauchen wir so das Shop-Item da auch nicht mehr kaufen. Kann man alles liegen lassen. Ist okay. Wir brauchen den Totenkopf unbedingt noch. Wo führst du denn hin? Golden Razor. Pain from Gain. Okay, das klingt nicht so gesund. Und hier komme ich wieder nicht rein, ne? Das ist... Ja, ihr habt schon mal gesagt, da kommt man nur mit so Sprunggegnern rein. Mit so Sprungsachen. Also da komme ich nicht ran an das Ding. Will ich auch gar nicht. Okay, wir müssen den Totenkopf noch finden. Ganz, ganz wichtig. Da ist er. Okay, mit meiner letzten Bombe. Oh, das ist ja frech. Gut, dass ich fliegen kann, dann kann ich den einfach... Alles klar. Kann ich den einfach so machen. So. Devil, lass mich hier liegen. Ich merke mir, wo Devil ist. Und wir... Perfekt. Und wir kommen zum Boss. Dann haben wir das gleich geklärt. Dann kann da nichts mehr schief gehen. Perfektiko. Genau so muss es laufen und nicht anders. An sich wäre jetzt tatsächlich auch so ein Stein nur interessant, wenn eine Kiste noch rauskommt. Oder der Little Rock. Okay. Na dann... Moin. Ups.
Und Polaroid. Und Abflug. Einmal aufmachen und einmal Devil holen. Also ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich gerade OP. Ich hoffe, es geht nicht schief. Ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen. Ich sammle ab jetzt kein Item mehr ein, was ich nicht kenne. Ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein. Ich glaube, jetzt haben wir endlich mal die Geschichte mit Isaac fertig. Aber es ist noch nicht sicher. Ich kann wahrscheinlich kann mir noch irgendwas komplett um die Ohren fliegen. Letztendlich, wenn ich dann oft getroffen werde und so, ne, kann es ja trotzdem noch passieren, dass irgendwas schief geht. Es ist am Ende alles möglich. Es ist am Ende alles noch möglich. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Würde ich mal vermuten. Ich weiß es nicht. Ist der Raum offen? Der Challenge-Raum? Nein, der ist zu. Gut, hauen wir ab. Hauen wir ab. Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Curse of the Blind. Oh, no. Und ich sag grad noch, ich sammle kein Item mehr auf, was ich nicht kenne. Und jetzt sehe ich die Items nicht mehr, die hier sind. Ganz kritischer Moment. The Hermit ab in den Shop, aha. Auch mal nicht. Aber ganz kritischer Moment. Gehe ich das Risiko ein und sammle ein Item ein, was vielleicht, aber kann man mit sowas, was wir jetzt haben, kann man sich damit den Run wirklich noch versauen? Ist das noch möglich? Selbst wenn es ein komisches Item ist, keine Ahnung. Oha. Nein, ich will Cancer weiter behalten. Ich würde Cancer gerne weiter behalten. Danke, Spiel. So, einmal Stachelraum. Was kann schlimmstenfalls sein? Was kann es schlimmstenfalls sein? Der Altar. Ich glaube, da opfert man seine Familias, ne? Und bekommt dann irgendwie ein Item. Ich will meine Familias nicht opfern. Keinen einzigen davon. Ich mag die. Sind sehr hilfreich. Ich opfer hier nichts. In jeder anderen Situation hätte ich jetzt vielleicht schon da was überlegt, aber so nicht. So nicht. So wirklich nicht. Au. Range down, ja gut. Oh, die sind böse, die. Ja, genau deswegen. Aber ich meine, wir haben ja sofort unsere blauen Herzen. Aber es wäre halt schön, noch ein Batterie-Item zu haben, was das schneller auflädt oder so. Oder öfter auflädt. Das wäre noch cool. Noch ein Support-Item für das Book of Revelations sozusagen. Das wäre noch wirklich cool. Das wäre noch wirklich cool. So ein Support-Item für das Book of Revelations. Da ist dann schon der Bossraum. Wir könnten rein. Ich würde aber vorher gerne noch den Shop besuchen. Und der Shop kommt nicht in dem Rücklauf. In dem Rücklauf kommt der Shop nicht vor. Deswegen würde ich gerne jetzt noch den Shop suchen. Den Itemraum können wir dann mitnehmen. Wenn ich den jetzt nicht sofort finde, ist nicht schlimm.
Aber den Shop würde ich gerne noch finden. So, haben wir auch gerade schon. Du machst dich mal hier rüber. Du machst dich mal hier rüber, dass ihr mich hier nicht stresst. Bitte keinen Kampf. Ach so, ich sehe... Ach, ich sehe es nicht. Aber was könnte ich denn im Shop schlimmstenfalls kaufen? Also im Shop kann ich mir jetzt kein Item vorstellen, was schlimm ist. Es kann halt nutzlos sein und dann lege ich es wieder ab. Ja, PhD. Schon mal grandios. Mystery Gift ist natürlich auch nice. Ich würde es fast im Shop einsetzen, weil es gibt, es könnte halt dann ein Batterie-Item sein. Der Shop hat oft Batterie-Items. Bin ich ganz ehrlich, ich setze es jetzt hier ein. Ich weiß, ihr sagt jetzt, Shop-Pool ist nicht der beste Pool, aber ich setze es jetzt hier ein. Ja, okay. Es war ein Versuch. Ne, die Telepilz lassen wir mal liegen. Müssen sie ja nicht übertreiben. Okay, cool. Damit haben wir jetzt hier alles gesehen. Ach komm, wir kommen die Räume noch durch. Ich meine, was kann schlimmstenfalls passieren? Guck mal, da ist schon der Itemraum. Ist doch in Ordnung. Was kann schlimmstenfalls passieren? Säumilk. Irgendeine andere Scheißmilk. Ich geh Risiken ein. Yo, wir sind auch noch conjoined geworden, weil wir jetzt das dritte Familienhaar. Nice. Conjoined, gute Verwandlung. Seraphim plus conjoined. Gute Geschichte. Das Baby selbst war jetzt nicht das genialste Item, ne? Aber durch die Kombination mit Conjoin, sehr, sehr praktisch. So, ich werde mein Devil weiter mitnehmen. Und letzter Raum. Der ist sogar nochmal recht fies. Also wenn man in dem Raum alleine ist, so ohne große Hilfe... Der Raum sogar echt recht fies. Okay, gehen wir. Jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt geht's zum Rückweg. Drückt mir die Daumen, dass ich es nicht noch versaue. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das noch versauen kann. Ich meine, ich habe immer noch keinen Wafer-Effekt. Mir ist das bewusst. Wir haben jetzt aber die Pillen. Ich könnte Glück haben und wir kriegen noch eine Perks-Pille. Dann würde ich die eher mitnehmen anstatt Devil. Ganz klar. Hab mittlerweile gelernt, was Perks macht. Weiß, dass es dumm ist. Dass ich Perks immer einfach so einsetze. Ich weiß, dass das blöd ist. Oh, was könnte hier nur sein? Hm, ich weiß auch nicht. Ich meine, ne, das Ding ist, ich werde immer noch relativ schnell getroffen. So, das ändert sich ja nicht. Also ich bin ja nach wie vor kein guter Spieler. Also da muss ich schon aufpassen. Da muss ich schon aufpassen und es ist halt jetzt immer ein Herzschaden. Oh mein... Okay. Okay. Sorry, Devil. Sorry, Devil. Aber da muss ich jetzt leider sagen, wir hatten unsere Chance, Devil. Wir hatten unsere Chance. Dann nehmen wir Perks mit, jetzt wo ich mittlerweile gelernt habe, was Perks macht. Ich bin ganz ehrlich. Na, ich meine, ich kann maximal 2 blaue Herzen aufladen, ne? Ein HP-Up können wir schon noch vertragen. Aber wie gesagt, ich muss vorsichtig sein, was die HP-Ups angeht. Ich muss da vorsichtig sein, was die HP-Ups angeht. Ich darf es nicht übertreiben. Gut, da haben wir die Geschichte dann auch schon geklärt. Hier war nichts weiter, ne? Nee. Ab nach oben. Ja, pin.
just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us like you abandoned yourself. Im Hintergrund Familien im Brennpunkt. Oha. Ich hoffe, es ist jetzt einfach sowas wie Burkano oder so, dass ich es einfach schnell einsetzen kann und nicht lange überlegen muss, was ich lieber mitnehme. Resistance auch nice, aber hält halt nicht ewig an. Insofern Perks besser. Okay, und Abflug. Und dann, stimmt, den Kollegen haben wir ja auch noch. Also, gerade so, wenn dann viele Schüsse kommen, wird es relativ oft einfach die Gegner wegzünden, dadurch, dass er sich auslöst. Gerade auch beim Boss. Wir werden ganz oft beim Boss dieses Necronomicon-Effekt-Ding sehen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, da war schon ein unnötiger Treffer, aber ich meine, wir haben es ja. Yes, perfekt. Der Raum. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside Oha. You cleanse your soul. Kritischer Raum. Okay. Ich fände es gut, wenn wir es schaffen würden, dass wir am Ende wirklich sozusagen voll. Ne, dann nehmt lieber Perks mit weiterhin. Dass wir am Ende sozusagen voll ich hasse dieses Ding. Abgrundtief. Dass wir am Ende mit voller Aufladung dann dahin kommen. Das wäre cool. Ah, aber so, jetzt mal gucken. Okay, hier geht's schon wieder weiter. Irgendwie nimmt mein Shotspeed mit jedem Raum ab. Sehe ich das richtig? Irgendwie hat mein Shotspeed gerade schon wieder abgenommen. Ich weiß nicht warum. Aber wir haben noch einige Räume vor uns, also wir laden das jetzt auch noch weiter auf. Hm. Es sind wirklich sehr ähnliche Räume. Also der Rückweg hat nicht viel Variation. Das muss man mal... Oh, ich hasse dieses Ding. Das muss man mal sagen, der Rückweg hat wirklich nicht viel Variation. Ach nee, irgendwie nimmt es nur kurzzeitig ab und dann geht's wieder hoch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Jetzt ist es bei 1,57. Gehen wir in die andere Seite. Vielleicht ist da ja der kleine Raum schon der Lichtstrahlraum. Schade. Ist der Raum der Lichtstrahlraum? Eher nicht, ne? Nee. Oh, nee! Nicht nochmal. Ich hasse dich. Waren die jetzt langsam die Tränen und ich konnte gut ausweichen, aber Mann, ey, ich hasse dieses Vieh. Okay, oh! Auch eine interessante Geschichte. Noch ein paar Fliegen generieren. Wir sind immer noch bei 1,57. Ja, irgendwann habe ich mal gesehen, dass es runterging. Ich bin verwirrt. Ach, großer Raum, Hilfe. Aber kein schlimmer großer Raum. Oh, die können allerdings über die Steine schießen, da muss ich aufpassen. Da sind noch ein paar kleine. Weg mit dir und tschüss. So, Steine gucken. Ganz wichtig. Nix. Okay, drei kleine Räume zur Auswahl.
Einer davon wäre bitte der Lichtstrahl. Nice. Wir sind voll aufgeladen, das heißt, ich gebe mir jetzt volle Herzen. Und hoffe, erstens nicht mehr getroffen zu werden und zweitens das Ding nochmal aufladen zu können. Ja, letzter Raum ist dann Basement 1. Ich gehe jetzt aber hier in keine anderen Räume mehr rein. Notfalls haben wir dann das Book halt nicht mehr aufgeladen, dann ist es so. Vielleicht werden wir, aber ich denke, wir werden eh nochmal getroffen und ja. Ich hoffe es nicht, weil es wäre halt schon ärgerlich. Ich muss jetzt wirklich gut aufpassen. Weil man kann halt schnell getroffen werden, das ist das Kritische. Solche Räume sind gut. Solche Räume sind schön, einfach durch. Einfach durch, alles cool. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Supporträume, wäre auch ganz nett. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier links und rechts schon der Lichtstrahl kommt. Ich gehe mal weiter. Der Raum ist auch einer, den man einfach irgendwie immer wieder sieht. Aber es ist sehr gut, weil das ist jetzt natürlich ein sehr praktischer Raum. Er lädt mich auf und er ist... ja. Oh, wir sind schon hier. Dann lade ich es jetzt auch nicht mehr auf, das Buch. Ich lade es jetzt nicht mehr auf. Ich gehe jetzt hier nicht noch rum und werde noch öfter getroffen und dafür kriege ich eine Aufladung. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist völliger Schwachsinn. Abflug nach oben. Abflug nach oben. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie es ist. Ob Perks jetzt für beide Kämpfe gilt oder ob man Perks erst beim letzten Kampf einsetzen sollte. Na, ich denke, es wird dann nochmal... Ja, ich denke, nach Dogma kommt nochmal eine extra Transition. Deswegen zählt es da wahrscheinlich nicht dazu. Okay. Dann ist das jetzt unsere Ausrüstung, mit der wir uns gegen Marm stellen. Und ich meine, es lädt sich ja beim Kampf auch nochmal so ein bisschen auf alles. So, jetzt müssen wir aber... Jetzt muss erstmal Dogma gut laufen. Dogma muss jetzt erstmal gut laufen. Ich hoffe, Dogma läuft gut. Nach Möglichkeit nicht diesen scheiß Brimstone machen. Über den komme ich nämlich überhaupt... mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Mit dem komme ich... okay, ich verstehe den Brimstone so ein bisschen. Ah, der ist echt kritisch. Das ist schon besser. Damit kommt... Aua. Alter. Er hittet einen einfach so oft mit seinem Müll. Vorsichtig. Bruder. Mach halt deine Strahlen. Bitte nicht den Kreisel die ganze Zeit. Nicht den Kreisel die ganze Zeit. Da komme ich nicht klar drauf. Alter. Zu viel abgezogen bekommen. Zu viel abgezogen bekommen. Ah, okay. Wir werden immer mit 6 Herzen gegen den starten scheinbar. Das habe ich das letzte Mal gar nicht gerafft. Man kriegt also seine Herzen zurück nach Dogma. Ich verstehe. Man startet immer mit 6 Herzen hier. Gut, dadurch, dass wir jetzt Perks eingesetzt haben, hoffe ich mal, dass wir zurechtkommen. Bin gespannt. Ey, aber der Dogma-Kampf gerade war schon wieder kritisch, ne? Man muss es einfach zugeben. Der Dogma-Kampf gerade hatte einfach schon... Oh, shit. Oha, das hat mich nicht getroffen. Interessant. Aber der Dogma-Kampf gerade hatte einfach was echt Kritisches wieder. Das geht so schnell, da drauf zu gehen. Da muss man echt böse aufpassen. Ah, es hat mich nicht getroffen, weil es Gift-Effekt war. Und der dauert ein bisschen, bis er durchgeht. Ja, okay.
So, soweit sieht es doch bisher ganz gut aus. Zwei noch. Ah, shit. Und man bekommt scheinbar immer den Holy Shield am Anfang. Auch das ist cool. Also du wirst nochmal neu ausgerüstet, bevor du gegen Beast antrittst. Du bekommst einen Holy Shield und du bekommst 6 Herzen. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich dachte, man geht wirklich so mit dem Kampf gegen Dogma, mit dem Ende von Dogma-Kampf geht man dann auch gegen Beast rein. Aber ist gar nicht so. Okay. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen lernen, wie man da am besten... Okay, wenn man natürlich das so bekommt, dann kann man gut ausweichen, aber... Oft kann man dem halt nicht so gut ausweichen. So, jetzt kommt der Teil. Okay. Sollten wir geschafft haben. Sollten wir geschafft haben. Ach, shit. Ja. Okay. Beast noch. Also, so viel Herzen, wie ich habe. Ich lehne mich jetzt wieder aus dem Fenster. Aber so viel Herzen, wie ich habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das schief geht. Und wir haben ja den Perks-Effekt drin. Jetzt bin ich gespannt, wie oft der Typ vom Feuer getroffen wird. Mein Kollege. Ach, der wird da gar nicht vom Feuer berührt, oder was? Oh, okay. Ah, der tankt das Feuer einfach so. Ja, okay. Ich dachte, da kommt jetzt auch der Necronomicon-Effekt ein paar Mal rein. Aber muss ja nicht. Ist ja okay. Oha. Ja, Beast ist... Beast selbst ist super easy. Das davor ist ein bisschen kritisch. Wenn man zu schlecht ist und mit Ausweichen und so. Aber Beast selbst ist echt super easy. Ciao. Finally. Mein Gott. Das hat lang genug gedauert. War es tatsächlich der kürzeste Run von den drei Versuchen, die schiefgelaufen sind. Von den vier Versuchen, wovon drei schiefgelaufen sind. Aber wir haben endlich den Beast mit Isaac down. Allerdings nur auf normal, muss man dazu sagen. Aber es hat echt lang genug gedauert. Meine Nerven. Nächstes Mal schalten wir wieder einen neuen Tainted-Charakter frei. Oder wir gehen mal in die neuen Challenges. Könnten wir auch gucken. Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.